Hallo, herzlich willkommen hier zur Online-Church vom Gospelhaus. Mein Name ist Simeon, bin Standortleiter von unserem Standort in Donauwörth und ich freue mich, dass du heute wieder oder zum ersten Mal reingeschaltet hast und ich hoffe und bete, dass die Predigt dich in deinem Leben ein Stück weiterbringt, mehr hoffen lässt und du Jesus näher kennenlernen kannst. Als Alexander der Große im Sterben lag, gab er letzte Anweisungen, wie seine Beerdigung ablaufen solle. So zumindest eine Überlieferung. Er gab einen Auftrag, dass nur die besten Ärzte seinen Sarg tragen sollen. Zudem sollen sein ganzer Reichtum auf den Weg der Prozession gelegt werden. Und seine Hand soll aus dem Sarg heraushängen, damit sie jeder sehen kann. Als seine Berater das hörten, fragten sie ihn, warum der ganze Aufwand? Warum diese Besonderheiten? Und Alexander soll wie folgt geantwortet haben. Er will, dass die besten Ärzte seinen Sarg tragen, damit die Menschen sehen, selbst die beste Medizin hat keine Macht über den Tod. Sie kann Schmerzen lindern, sie kann Lebensqualität verlängern, aber sterben muss jeder. Das Gold und sämtliche Reichtümer auf den Straßen soll zum Ausdruck bringen, egal wie reich du auf der Erde bist, egal wie viel du hier auch anhäufst, es bleibt auf der Erde. Oder wie es in einem deutschen Sprichwort heißt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und was den heraushängenden Arm angeht, so meinte Alexander der Große dazu, es soll deutlich machen, dass so wie wir mit leeren Händen auf die Welt gekommen sind, so gehen wir auch wieder mit leeren Händen. Das Einzige, was die Zeit dazwischen ausmacht, ist, wie wir die Zeit, die uns gegeben ist, nutzen. Im Angesicht des Todes scheint alles andere auf dieser Welt nicht mehr erstrebenswert. Am Ende des Lebens taucht die Frage auf, was noch übrig bleibt von dem, wofür man gelebt hat. Viel zu oft stellen Menschen fest, dass sie aufs falsche Pferd gesetzt haben, ihnen aber dann die Zeit ausgeht. Zur gleichen Zeit taucht auch eine andere Frage auf. Was kommt nach dem Tod? Was wartet auf uns? Kommt überhaupt etwas? Zukunftsfragen im Allgemeinen stellt man sich aber nicht nur am Ende des Lebens, sondern andauernd. Wie wird es mit meiner Arbeit weitergehen? Wie wird es einmal meiner Familie gehen? Wird sie es besser haben als ich? Wie wird es mit dem Weltgeschehen weitergehen? Wird es mit den Hausaufgaben je ein Ende nehmen? Werden meine Kinder jemals ihr Zimmer aufräumen? Werden die Enkel bald wieder vorbeischauen? Werden die Nachbarn irgendwann freundlicher? Wird die Nationalmannschaft ein ordentliches Ergebnis bei der EM liefern? Was auch immer es ist, wir stellen uns Fragen über die Zukunft. Und wenn man über Zukunft nachdenkt, kann die Perspektive darauf dich lähmen oder Angst machen. Wenn wir aber wissen, was in der Zukunft liegt, was auf uns zukommt, lebt es sich entspannter, weil wir wissen, was das Ende mit sich bringt. Wenn wir beim Fußball bleiben, der ein oder andere mag sich erinnern, bei der WM 2024 stand unsere deutsche Nationalmannschaft auf einmal im Halbfinale. Doch der Gegner war Brasilien. Und man dachte sich, hey, okay, egal wie das Spiel ausgeht und wenn wir verlieren, Brasilien war ein harter Gegner, ist okay. Das war die Perspektive damals. Wenn du heute das Spiel anschaust, ist es langweilig, weil du weißt, Deutschland wird 7:1 gegen Brasilien gewinnen. Das nächste Spiel im Finale war ein absolut spannungsreiches Spiel, in dem es gegen Argentinien zu gewinnen galt. Damals voller Spannung, voller Verletzungen. Heute wissen wir, es ist entspannt, weil am Ende wird Deutschland Weltmeister. So, weil wir wissen, wie das Ende ausgeht, lebt es sich heute entspannter, diese Spiele anzuschauen. Aktuell befinden wir uns als Gospel House in der Predigtserie Mutig Glauben. Darin wollen wir uns das biblische Buch Daniel aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, als Vorbild nehmen, was es heißt, in einer Welt zu leben, die so oft anders denkt, andere Werte vertritt, als Gott es für sein Volk vorgesehen hat. Auf der einen Seite für Gottes Werte einzustehen und dennoch nicht als Freak abgestempelt zu werden. Daniel und seine Freunde lebten
im Exil außerhalb ihrer Heimat im Feindesland und sahen sich schwierigen Umständen ausgesetzt. Aber in ihren Schmerz, in ihre Ängste um die Zukunft, spricht Gott zu Daniel in Bildern, Träumen und Worten, was die Zukunft betrifft, welche Pläne Gott für die Zukunft hat. Und heute soll das Thema Zukunft, was noch kommen wird, darum soll es gehen. Oder im christlichen Fachjargon auch Endzeit genannt. In der Theologie taucht da der Begriff Eschatologie auf, also die Lehre über die letzten Dinge, so aus dem Griechischen übersetzt. Alle Begriffe aber sollen die Frage zum Ausdruck bringen, was noch kommen wird. Was wird noch kommen? Wie wird es mit unserem persönlichen Leben weitergehen, aber auch, wie es mit der Weltgeschichte weitergehen wird. Dabei wird es heute keine klassische Textpredigt, wo wir uns einen genauen Text anschauen, sondern wir wollen 10 Schritte zurückgehen und einen groben Blick über das bekommen, was die Bibel zum Thema Endzeit, zu den letzten Dingen zu sagen hat. Und dabei werde ich nicht nur bei Daniel bleiben, sondern im großen Blick auch andere Bücher und Passagen der Bibel, die sich mit dem Thema Zukunft beschäftigen, einbeziehen. Zum Beispiel auch die Offenbarung. Dabei ist es mir aber nicht möglich, in jedes kleine Detail reinzugehen. Das ist einfach der Zeit geschuldet. Sonst wird dieses Video ewig dauern. Aber das sind spannende Themen und es lohnt sich, damit zu beschäftigen, wenn dich das interessiert. Eine kleine Buchempfehlung, ich werde dafür nicht bezahlt. Das Buch Die Offenbarung, das Buch, das glücklich macht, von Ulrich Neuenhausen. Wenn dich das interessiert, richtig spannend, geht durch die Offenbarung durch. Verweist auch auf andere Bücher, wenn du noch tiefer reingehen willst. Aber für heute wollen wir einfach den Herzschlag von Zukunftsvision, von Endzeitvision in der Bibel mitnehmen. Die erste Frage, die sich bei diesem Themenfeld Endzeitvision, die da auftaucht, ist, wie geht das überhaupt mit Prophetie über die Zukunft? Ist es überhaupt möglich oder ist es einfach nur eine christliche Variante von einer Glaskugel? Wir schauen mal rein, wie die Bibel so eine Entstehung von Prophetie beschreibt. Im Buch Daniel, in Kapitel 7, Vers 1, dort lesen wir: Im ersten Jahr Belsasars, des Königs von Babel, sah Daniel einen Traum und Visionen seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum auf, die Summe der Ergebnisse berichtet er. Diese Einleitung zu einer der Visionen über die Zukunft klingt recht natürlich, recht beiläufig vielleicht sogar. Ein Traum in der Nacht. Und jetzt kann man hergehen und sagen, ja, Träume habe ich auch. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt in der Göttlichkeit des Traums, der Vision und Wörter. Die Person Daniel nimmt nicht in Anspruch, selbst diese Worte erfunden zu haben, so wie Wirtschaftsweisen, die heutigen Märkte beobachten und Prognosen abgeben, sondern er sagt, das, was ich gesehen und gehört habe, kommt nicht von mir. Da muss Gott seine Hände im Spiel gehabt haben. Und behaupten könnte das immer noch jeder, aber wenn diese Träume wirklich von Gott sind, dann werden sie sich auch bewähren. Daniel in seiner gesamten Botschaft wird sich bewähren müssen, um glaubhaft und zuverlässig zu sein. Und im Buch Daniel lesen wir genau davon, dass Daniel Träume deutet und es genau so eintrifft. Wir lesen im zweiten Kapitel von Daniel, dass der König einen Traum hat. Der König hat einen Traum und will und holt sämtliche Traumdeuter auch aus anderen Religionen und Kulten zusammen und sagt, ich hatte einen Traum und ihr sollt ihn mir jetzt auslegen. Und die Traumdeuter sagen, ist okay, erzähl uns den Traum. Und der König sagt aber, nein, wenn ihr wirklich mit dem wahren, lebendigen Gott verbunden seid, wer auch immer das ist, dann werdet ihr mir sowohl den Traum sagen können, als auch seine Deutung. Und die Sterndeute sagen, hey, das geht gar nicht, das hat noch nie jemand gefordert, das ist einfach unmöglich. Und Daniel bekommt davon mit und geht ins Gebet und sagt zum König, gib mir ein bisschen Zeit, ich frage meinen Gott und er wird Antwort geben. Und Daniel kommt auf den König zu, erzählt den Traum, dass dort eine Statue ist mit verschiedenen Materialien, die zusammengestellt ist.
Und diese Materialien sollen verschiedene Reiche darstellen. Ganz am Anfang das Reich der Babylonier, dann die Perser, die Griechen, später die Römer und sogar noch ein Reich, was noch kommen wird. Und allesamt werden sie von einem Felsen aus einem Gebirge, der auf die Statue zurollt, werden allesamt zerstört. Und Daniel sagt, hey, alle diese Reiche bauen aufeinander auf. Eins wird das andere besiegen und die Vorherrschaft übernehmen. Aber am Ende kommt eine Gewalt, die größer ist, die anders ist. Und schon jetzt sehen wir, wie sich ein Teil davon erfüllt hat. Diese Reihenfolge von Weltmächten, die explizit nicht genannt wurden, aber doch dort reingedeutet werden, hat sich erfüllt. Und alle diese Reiche existieren heute nicht mehr. Aber sie wurden von einer anderen Dimension abgelöst. Sie wurden von einem anderen Reich, von einer anderen Größe überwältigt, nämlich dem Reich Gottes, wo Jesus auf die Welt gekommen ist und selbst sagt, hey, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern ist in einer anderen Dimension. Und so sehen wir, wie sich zum einen Prophetien zum Teil erfüllt haben und zum Teil auch noch ausstehen. Nämlich wie das Reich Gottes, wie Jesus sich in seiner kompletten Fülle, in seinem Reich noch vollenden wird. Aber wie ist es mit der ganzen Bibel? Bei Daniel haben wir gesehen, er in sich, sehen wir, wie es sich Stück für Stück bewährt. Aber wie ist es mit der ganzen Bibel? Nehmen wir ein weiteres Fallbeispiel, nämlich messianische Prophetien, also die Erwartung aus dem Alten Testament, dass ein Retter kommen wird und das gesamte Volk Israel erretten wird. In der Bibel, im Alten Testament, lesen wir über 300 Prophetien, je nach Zählweise, auf den Messias. Davon sind mindestens 55 spezifisch, also was den Ort betrifft, was die Herkunftsfamilie angeht. 55 spezifische und insgesamt über 300. Manche Kritiker sagen, ja, das ist nur so möglich, weil die Schriften im Nachhinein geschrieben wurden, aber jeder ernstzunehmende Historiker sagt, die Schriften des Alten Testaments sind alle vor der Geburt Christi geschrieben worden. Also ist das mit dem Nachhineinschreiben nicht möglich. Und es haben sich eine Gruppe von Wissenschaftlern und Studenten in den USA mal zusammengetan und mal berechnet, wie wahrscheinlich ist es, dass sich diese Prophetien auf eine Person erfüllen, dass eine Person all diese Prophetien auf sich vereinigt. Und sie haben, weiß nicht genau, welche Prophetien, aber sie haben 8 Prophetien genommen. 8 Prophetien. Und die Wahrscheinlichkeit, dass 8 Prophetien des Alten Testaments sich auf eine Person vereinigen, liegt bei 1 zu 10 hoch 17. Da jetzt sowohl ich als auch andere vielleicht nicht so stark in Mathe sind und da jetzt eine große Vorstellung haben, ein kleines Gedankenspiel, wie das zustande kommt. Das eine ist, wie ist es so eine hohe Wahrscheinlichkeit? Wenn wir eine Prophetie nehmen, nämlich zum Beispiel den Geburtsort Bethlehem, was für die gesamte jüdische Gesellschaft damals klar war, Bethlehem ist der Ort der Verheißung, wo der Messias geboren werden muss, ist die Wahrscheinlichkeit so relativ, wie viele Menschen aus ganz Israel werden denn in Bethlehem geboren? Jetzt ist es eine Wahrscheinlichkeitsebene. Wenn wir aber noch hinzunehmen, dass er aus der Stammlinie vom König David kommt, grenzt sich das weiter noch ein und die Wahrscheinlichkeit wird geringer. Wenn wir dann die vorhergesagte Jungfrauengeburt mit reinnehmen, die eigentlich bei einer Wahrscheinlichkeit von 0 liegt, aber trotzdem bezeugt wird, wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer. Eine kleine Veranschaulichung, was ist 1 zu 10 hoch 17? Nehmen wir 100, das sind 100 Trillionen Münzen. 100 Trillionen Münzen. Und diese verteilen wir in ganz Deutschland. Deutschland ist dadurch mit einer 1,40 Meter hohen Schicht bedeckt voll von Münzen. Und eine Münze ist mit einem X markiert. Dir werden die Augen verbunden und du wirst losgeschickt, egal wo du wohnst, und dir ist freigestellt, wohin du gehst. Du kannst nach Hamburg gehen, du kannst nach Berlin, nach Köln, nach München, du kannst ganz in den Norden nach Flensburg, ganz nach Süden, nach Füssen, wo auch immer du hingehst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du diese eine Münze in ganz Deutschland rausziehst, die markiert ist, entspricht derselben Wahrscheinlichkeit,
dass sich 8 Prophetien auf ein und dieselbe Person erfüllen. Jesus aber erfüllt alle 300 auf sich selbst. Biblische Prophetien bestätigen sich innerbiblisch. Sie werden aber auch in der Weltgeschichte von Archäologen und so weiter bestätigt. Archäologen, die nach Israel reisen, um das Christentum zu widerlegen, kommen gläubig zurück, weil sie keine Gründe dagegen finden, sondern nur dafür. Prophetie hat immer das Ziel, Gottes Reich, sein Kommen zum Menschen näher zu bringen. Dass Menschen Gott näher kommen, das ist der Herzschlag von Prophetie. Und wenn es für Gott kein Problem ist, die messianischen Prophetien zu erfüllen, sollte er mit den restlichen Prophetien, auch was die Zukunft angeht, keinen Stress haben. Wer sich mit Endzeitvisionen, mit dem, was auf uns zukommt, beschäftigt, wird auch sehr bald auf verschiedene Auslegungsschulen stoßen. Also Traditionen oder Methoden, wie mit der Thematik der letzten Dinge umgegangen wird. Im Groben gibt es 3 Stück. Da gibt es den Amillenniarismus, den Postmillenniarismus und den Prämillenniarismus. So, wenn wir die Begriffe hören, da sehen wir, okay, da ist ein Amillenniarismus, also A, die Vorsilbe heißt immer ohne, also ohne Millennium. Post heißt nach, also nach dem Millennium, und Prä vor dem Millennium. So, und bei der ganzen Thematik sind 2 Elemente entscheidend. Das eine ist das sogenannte Millennium eben, was das 1000-jährige Reich, welches in der Offenbarung die Rede ist, und eben auch Millennium genannt wird. Eine Zeit, in der Friede herrscht und Jesus regiert. Und zum anderen ist da die sogenannte Trübsalzeit, die als eine Zeitspanne von 2x3,5 Jahren oder eben 7 Jahren beziffert wird. Und sie wird als leidvolle Zeit beschrieben, voller Katastrophen und Verfolgung. Jetzt hat jede dieser Auslegungsschulen verschiedene Ansätze und Ergebnisse, was die Endzeitvision angeht. Auch wie sie das 1000-jährige Reich und die Trübsalzeit verbinden oder aneinanderreihen, fällt je nach Ansatz unterschiedlich aus. Der Amillenniarismus, also ohne Millennium, sagt im Wesentlichen, es wird halt irgendwann passieren, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist das zentrale Ereignis, auf das wir noch warten als Christus, dass Jesus wiederkommen wird in seiner Herrlichkeit, nicht nur gestorben und auferstanden, sondern in den Himmel aufgefahren, und er wird wiederkommen. Das ist das zentrale Ereignis, was diese Endzeitvision einleiten wird oder zum Abschluss bringen wird. Und der Amillenniarismus sagt eben, das wird irgendwann passieren. Was wir in der Bibel lesen, ist vielleicht sogar schon historisch passiert oder wird am Ende nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das 1000-jährige Reich wird dann oft mit der Ewigkeit oder auch unserer heutigen Zeit gleichgesetzt. Die Spielarten darin sind sehr weit und sehr vielfältig. Zentrales Ereignis bei allen ist, dass Jesus wiederkommen wird, um die Menschen, die zu ihm gehören, ihm nachfolgen, ihm unser Leben, wo wir unser Leben ihm anvertraut haben, dass sie in die Ewigkeit kommen und dort die Ewigkeit mit ihm verbringen. Der Postmillenniarismus, also nach dem 1000-jährigen Reich, vertritt im Wesentlichen die Perspektive, alles wird besser. Bessere Technologien, Fortschritt in der Völkerverständigung und auch mehr Bekehrte. Wenn das Beste erreicht ist, wenn wir am Maximum angekommen sind, dann kommt Jesus wieder. Dabei ist die Ansicht, dass sich das 1000-jährige Reich immer mehr erfüllt und danach die Trübsalzeit kommt. Die Frage ist also, wann fängt dieses 1000-jährige Reich an? Aber gerade das letzte Jahrhundert hat dieser Ansicht einen großen Dämpfer verpasst. In der Ansicht, hey, es wird nur besser und wir Menschen, wir kriegen es irgendwie hier auf der Erde gerockt, haben 2 Weltkriege dieser Ansicht ganz schön beigetragen. Und die dritte Auslegungsschule ist der Prämillenniarismus, also vor dem Millennium. Und dort ist oft die Grundhaltung, alles wird schlechter. Mehr Kriege, mehr Hass. Und wir müssen nur lang genug durchhalten, uns heilig halten, und dann
kommt Jesus wieder und stellt Gerechtigkeit her. Hierbei ist die große Frage, wann die Trübsalzeit anfängt, weil sie vor dem Millennium anfängt. Weil wenn diese angefangen hat, 7 Jahre rum sind, dann kommt Jesus wieder und das tausendjährige Reich beginnt. So, es ist vielleicht ein bisschen fachmännisch und ich kann auch allen Schulen etwas abgewinnen und jeder hat ihre ganz eigene gesamttheologischen Schwierigkeiten oder auch Vorzüge. Wie wird es aber kommen? Wird es nun besser oder schlechter oder ist es am Ende doch gar nichts? Ich glaube, diese Spannung in dieser Frage, in dem, was die Bibel erzählt, wovon sie beides erzählt, kommt am besten zum Ausdruck, auch in ihrer Ernsthaftigkeit, in einem Gleichnis, was Jesus erzählt, was all das verbindet. Nachzulesen in Matthäus 13, 24 bis 30. Dort erzählt Jesus, dass ein Bauer ein Feld voll mit Weizen sät, in der Hoffnung, dort gute Ernte einzubringen. Aber in der Nacht kam ein Feind und sät auch Unkraut aus. Und mit der Zeit merken die Erntehelfer, hey, da wächst auch Unkraut neben dem Weizen. Und sie kommen zu ihrem Herrn, zu ihrem Bauern und sagen, Herr, sollen wir das Unkraut rausreißen, dass wir nur noch den Weizen haben? Und dann lesen wir in Vers 30, wie der Bauer antwortet, lasst beides bis zur Zeit der Ernte wachsen. Dann will ich den Erntehelfern sagen, dass sie das Unkraut heraussammeln und verbrennen sollen. Den Weizen aber sollen sie in die Scheune bringen. Gutes wie Schlechtes werden wachsen. Am Ende wird Gott aber Gerechtigkeit herstellen. In unserer Zeit wird uns auch Leid und Schmerz widerfahren. Und dennoch können wir schon einen Hauch dessen erleben, was Gott für uns im Himmel bereithält. Die Fülle und Vollendung werden wir aber erst in der Ewigkeit sehen. Ich glaube, wenn wir diese Spannung aushalten und damit lernen umzugehen, dann können wir in einer Zuversicht leben, die uns auch die Bibel gibt. Denn in all dem dürfen wir die Perspektive von Endzeitvisionen, die uns die Bibel gibt, nicht aus den Augen verlieren. Denn was die Bibel zu dieser Thematik, was auch immer sagt, es ist immer so, Zukunftsbotschaften sind auch immer Hoffnungsbotschaften. Gerade in Zeiten, als das Volk Gottes unter Druck stand, hat Gott in seiner Gnade einen Blick in die Zukunft gewährt, hat er offenbart, damit wir eine Ewigkeitsperspektive haben können, in der wir Hoffnung bekommen können, weil wir wissen, wie es am Ende ausgeht, weil wir wissen, was am Ende passieren wird und wir die Zuversicht haben dürfen, dass es am Ende mit Jesus gut ausgehen wird. Wo Daniel oder auch Hesekiel und Zachariah im Alten Testament unter starker Bedrängnis waren und unter der Fremdherrschaft von Babyloniern und Persern, dort kommt Gott mit Endzeitvision und spricht seine Hoffnung hinein. Auch die Offenbarung, als sie entstanden ist unter Kaiser Domitian, war zu der Zeit unter diesem Kaiser die erste große Christenverfolgung im gesamten Römischen Reich. Und in diese Verfolgung hinein spricht Gott in der Offenbarung und spricht Hoffnung hinein. Und diese Botschaften sind, wie wenn Gott sagt, habt keine Angst, ich habe die Zukunft in meiner Hand. Gerade das Buch der Offenbarung wird dadurch zu einem puren Hoffnungsbuch, weil es selbst seinen Fokus darauf legt, was wir in der Zukunft bei Jesus empfangen werden. Es erkennt unser Leid und Herausforderungen im Hier und Jetzt an, lenkt aber den Blick auf die Ewigkeit. Sowohl am Anfang wie auch am Ende heißt es dort in Offenbarung 1, Vers 3, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Und am Ende heißt es in Offenbarung 21, Vers 4, er, Jesus, wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Die gesamte Offenbarung und auch sämtliche
Endzeitvisionen strahlen eine unglaubliche Souveränität Gottes aus. Ein interessanter Fakt im gesamten Buch der Offenbarung von Johannes, im ganzen Buch durch steht Gott kein einziges Mal, sondern er sitzt. Egal was passiert, Gott sitzt auf seinem Thron und regiert. Ein Tier steigt aus dem Meer heraus und versucht Macht und Einfluss zu erlangen. Gott sitzt auf dem Thron. Plagen und Naturkatastrophen versuchen Menschen zu vernichten. Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Der Teufel versucht Jesus und sein Evangelium zu verschlingen, zu verunglimpfen und zu verspotten. Aber Gott sitzt auf dem Thron. Egal was passiert, Gott sitzt auf dem Thron. Er hat die Macht, er hat alles in der Hand. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er wird, wo wir Angst um die Zukunft haben, zum sicheren Halt. Er ist unsere Zuversicht. Er gibt uns Hoffnung, dass in der Ewigkeit eine Heimat auf uns wartet, ohne Tod, ohne Leid, Krankheit und Schmerz. Vollkommener Friede. Jesus sagt selbst im Johannesevangelium in Kapitel 16, 33, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. In all unseren Zukunftsängsten, in all den Fragen, was kommen wird, gibt uns Jesus eine Antwort, nämlich ihn selbst. Er selbst, in seinem Tod und in seiner Auferstehung, ermöglicht er uns ein Leben in der Ewigkeit, wo wir auf ihn vertrauen, unsere Hoffnung auf ihn setzen, können wir Hoffnung für unser heutiges Leben finden. Und ich möchte dich einladen, dass du dir Gedanken machst, hey, wo in meinem Leben habe ich Zukunftsängste? Wo in meinem Leben habe ich wenig Perspektive oder bin unsicher in dem, was passieren wird, um sie Gott abzugeben, um in ihm neuen Halt zu finden. Gott lädt uns ein, die Perspektive ganz neu auf ihn zu richten, auf das, wo er sagt, hey, das Ende steht schon fest. Das Ende steht schon fest. Jesus hat gesiegt und er wird diesen Sieg zur Vollendung bringen. Ja, in dieser Welt werden wir Leid erfahren, aber wir dürfen auch in der Kraft des Heiligen Geistes leben, von ihm immer wieder neu Wunder sehen, aber auch Hoffnung schöpfen auf das, was noch auf uns zukommen wird. Jesus lädt uns ein, unseren Blick auf ihn zu richten, ihn anzubeten, zu ihm zu beten und darin unseren Halt für die Zukunft zu finden. Und ich lade dich ein, dass du vielleicht gleich am Ende nach dieser Predigt dir vielleicht einfach ein paar Minuten nochmal nimmst und dir wirklich überlegst, hey, wo vertraue ich auf meine eigenen Kräfte, aber bin ohne Zuversicht, dass du darin dir bewusst wirst und Gott die Ehre gibst und ihm das anvertraust, dass du ihm deine Zukunft anvertraust, weil er auf dem Thron sitzt, weil er die Zukunft in seiner Hand hält. Ich möchte dich zum Schluss noch segnen. Jesus, ich danke dir für all das, was du für uns bereithältst. Ich danke dir für all das, was du aufgegeben hast, damit wir ewiges Leben bei dir haben dürfen. Ich danke dir, dass du in Ewigkeit regierst, in Ewigkeit alle Macht hast und dir alle Ehre gebührt. Und ich bete, dass wo wir unsere Ängste für unsere Zukunft haben, dass du mit Hoffnung kommst, dass du uns zusprichst, dass dort Leben auf uns wartet, weil du der Lebensgeber bist. Danke, Jesus, dass du uns neue Perspektive und neue Hoffnung geben willst. Und sei du bei jedem Einzelnen in unserem Alltag, dass wir deine Liebe und deine Gegenwart und deine Zuversicht immer wieder neu zu spüren bekommen. Amen. Richtig cool, dass du mit eingeschaltet hast. Und Gott segne dich.